Mitten in Thalwil, am westlichen Zürichseeufer, hat das Architekturbüro Archplan durch die Verbindung von drei neuen Mehrfamilienhäusern in Minergie und Minergie-P-Standard mit der Renovation des denkmalgeschützten ehemaligen Weinbauernhauses zum Güggel aus dem Jahr 1741 ein sehr schönes und nicht minder interessantes Projekt realisiert. Historisches und Modernes werden unter dem Hauptaugenmerk Nachhaltigkeit gekonnt miteinander verflochten. Der Altbau in Riegelbauweise mit dem Platz, wo der Riegel als Fug aufnimmt, in die Neubauten, die auch das Holz aufnehmen, zu verbinden. Die Neubauten in Minergie und Minergie P, das war für uns eine grosse Herausforderung, aber wir glauben, es ist gut gelungen. Zwischen den beiden besonders energieeffizienten Gebäuden mit Flachdach findet sich einerseits eine kleine grüne Oase zum Verweilen, andererseits das die beiden Häuser verbindende offene Treppenhaus, welches auf die große Aussichtsterrasse auf dem Dach führt. Innerhalb dieser Gebäude befinden sich 15 schöne geräumige Wohnungen mit viel Charme, zum Beispiel im wohnlichen Eingangsbereich. Die ganze höchst umweltverträgliche CO2-neutrale Wärmeleistung für die Überbauung erbringt eine zentrale Holzpelletheizung. Außerdem gibt es im einen Gebäude einen großen Gemeinschaftsraum, welcher direkten Zugang zum zentralen, vom Künstler Urs Roth gestalteten Platz bietet. Und immer wieder Details zum Nebeneinander von Alt und Neu. Im sorgfältig erneuerten historischen Fachwerkbau wurde die ursprüngliche räumliche Atmosphäre des Gebäudes trotz modernster Installationen in den neuen Wohnungen mit viel Geschick erhalten. Im Kellergeschoss kann hier ein imposanter 210 Quadratmeter großer Raum, zum Beispiel für Gewerbe oder Dienstleistung, gemietet werden. Sehr stimmungsvoll gestaltet sich der Anblick der Siedlung auch beim Eindunkeln. Ebenfalls durch das Spiel mit Licht und Farbe wird schließlich sogar die Tiefgarage zu einem freundlich empfangenden Ort.